Im Zentrum der Landeshauptstadt Wiesbaden befindet sich der Hessische Landtag. Doch welche Aufgaben hat der Landtag eigentlich? Eine der wichtigsten Aufgaben des Hessischen Landtages ist die parlamentarische Kontrolle. Landtagsabgeordnete kontrollieren die Arbeit der Regierung und der ihr nachgeordneten Verwaltung. Wobei es Unterschiede zwischen den Oppositions- und Mehrheitsfraktionen gibt. Während die Abgeordneten ersterer die Regierung ablösen wollen, stimmen die Abgeordneten der Mehrheitsfraktionen grundsätzlich für die Pläne der Regierung, wodurch die erforderlichen Mehrheiten im Parlament erreicht werden. Daher nennt man die Mehrheitsfraktionen auch Regierungsfraktionen. Doch auch ihre Abgeordneten versuchen, das Regierungshandeln zu beeinflussen. Zur Ausübung ihrer Kontrollfunktion stehen den Abgeordneten und ihren Fraktionen verschiedene Instrumente zur Verfügung. Vom Recht, Fragen an die Regierung zu stellen, über das Zitierrecht, mit dem der Landtag und seine Ausschüsse die Anwesenheit von Regierungsmitgliedern verlangen können, bis zum Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten. Letzteres kann zur Abwahl der Regierung und einer vorgezogenen Landtagswahl führen. Du möchtest mehr über den Hessischen Landtag und seine wichtigen Aufgaben erfahren? Dann schau dir auch unsere anderen Videos an, besuche unsere Website oder uns direkt vor Ort im Hessischen Landtag.